Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, es ist ja jetzt Ligastart, ihr habt es ja jetzt mitbekommen. Und wie ihr wahrscheinlich auch im Thumbnail gesehen habt, wohin mit den kleinen Rathäusern? Ja, was macht man eigentlich? Also wir sind ja so ein bisschen in der letzten Zeit gewachsen, was auch sehr, sehr schön ist. Und sowohl hier bei Free-to-Play als auch im Clan Herausforderer. Im Clan Herausforderer ist eigentlich alles geregelt. Oben 15er, unten noch ein paar 14er, Ende. Es kann sein, dass wir vielleicht doch noch einen 13er brauchen oder so. Oder vielleicht zwei, keine Ahnung. Das ist auch immer das kleine nächste Problem. Aber wir clashen so ein bisschen nebenher. Und dann würde ich mir ganz gerne anhören, wie ihr das so regelt. Gerade wenn ihr mehrere Clans seid mit mehreren Rathausstufen. Wir sind ja hier Rathausstufen 13, 12, 11, 10. Und unten haben wir sogar ein, zwei Neunerchen. Was sicherlich nicht schlecht ist, aber wo wir gar nicht mehr, oder wo ich im Moment gar nicht weiß, wohin mit den Jungs und Mädels. Denn für die habe ich im Moment gar nichts, also zumindest für die Neuner nicht, für die Achter nicht, aber haben wir auch ganz, ganz wenig, muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich sagen. Und was muss ich denn eigentlich noch machen? Also das hier. Ich wollte den hier rausspielen. Ja. Natürlich wollte ich den rausspielen. Attacke. Alarm. Und wollte den ganz gerne, oder ich würde den natürlich auch ganz gerne eine Heimat zukommen lassen, aber ist gar nicht mal so einfach für die dann einen Clan zu finden. Ich meine, ich habe mittlerweile ein Jahr. 1, 2, 3, 4. Karre mit rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gehen hier mit hin. Und der Warden folgt uns aber. Oh, die Heiler. Eieiei, der Warden folgt uns, das ist cool. Allerdings die Heiler gehen so ein bisschen nicht mit nach da. Die gehen so ein bisschen mit auf meine Queen. Okay, da müssen wir die halt in Wallung bringen. Und einmal hier. Ja. Und deswegen weiß ich gar nicht im Moment, was oder wohin eigentlich mit denen. Was können wir mit denen machen? Aber für die 10er und 11er habe ich immerhin was gefunden. Und auch für den einen oder anderen 12er, wenn er denn bei uns denn doch nicht mit möchte. Nämlich wir haben hier den kleinen Deutschland Ed noch und den versuche ich mal wieder zu befüllen. Ja, und ich hoffe, wir werden da 15, weil im Moment, Leute, folgen mal wieder nicht alle. Ja, ich habe jetzt in beiden Clans Mails rausgetreten, Leute, wechselt die Fronten, denn vermutlich werde ich auch nicht mehr alle mitnehmen. Einige bleiben ja einfach im Clan, weil jetzt kommt es natürlich wieder. Die haben auch sowieso noch nie CK bei uns mitgespielt. Warum sollen die dann in einen anderen Clan gehen, um da Liga mitzuspielen? Ja, das kommt natürlich noch dazu. Aber hier ist es relativ einfach. Das heißt also, hier habe ich jetzt wirklich nur nach einfach einmal sortiert, nach dem höchsten Town Hall Level. Nick nehmen wir nicht mit. Und hier unten gibt es noch einen Robin, den nehme ich auch nicht mit, weil die beiden sind Rusher. Und ich meine, Nick heißt sogar Nick der Rusher. Ob der dann woanders spielt, aber der kommt auch woanders nicht unter. Aber ich nehme ihn trotzdem nicht mit. Und ich nehme sie aber mit in die Liga. Ihr seht, wir sind dann 13er und wir sind dann ganz locker hier. Bis auf Nummer 20 sind wir hier 12er. Ziehe ich die beiden ab, sind wir noch 18. Das heißt, wir haben eine 15er Liga mit drei Wechselspielern. Wenn der ein oder andere vielleicht mal einen Tag nicht kann oder so. Und das war es dann aber auch. Streng genommen würde ich jetzt Leon, Toto, Lela, Requiem, Shindy, Schmidt, Max, zwei Socken, die würde ich gar nicht mehr mitnehmen in diese Liga rein. Wenn sie denn bleiben, kriegen sie nicht mal mehr Trostmedaillen, ja. Viele leben ja wirklich von den Trostmedaillen. Monat für Monat kriegen die wenigstens noch ein paar Medaillen und können sie dann natürlich auch ausgeben. Aber viel schöner ist doch, Leute, wenn die auch mit Liga spielen könnten. Money und Minispark und so, die da unten, für die habe ich, wie gesagt, die habe ich leider gar nichts. Die könnten sich natürlich jetzt auch in einen Clan zusammentun. So nach dem Motto, pass mal auf, 9er, 8er, 7er. Ab in den Clan, weiß der Geier, Low Account oder so, und könnten dann da noch auch noch Liga spielen. Danach kommen wir alle wieder zusammen und alle sind glücklich und jeder hat ein bisschen wenigstens Liga gespielt und bekommt auch mehr Marken oder Medaillen als diese hier im League Shop. Also viel, viel mehr Liga-Medaillen als normal. Du bekommst, wenn du nicht mitspielst und kriegst nur diese Trostmedaillen, diese 20%. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Wartet mal, ich muss mal gerade was gucken.
Oh, ich muss mal etwas gucken. Ist das immer die Farben hier, ne? Warte mal. Ich habe hier auf mein Fensterbrett noch mein anderes iPad. Da habe ich den Zoidberg gerade drauf. Und der hat. Woran liegt das? Liegt das an den Rathausstufen? Der hat exakt die gleichen Sachen hier. Aber ihr seht ja, das ist hier zweifarbig. Entweder liegt es am iPad, Leute. Oder es liegt am kleinen Account, das ist ein Level 7. Bei dem ist alles blau. Komisch, ne? Ist mir eben schon aufgefallen. Es sind aber die gleichen Pakete, die er hat. Nur, dass sie alle blau sind. Okay. Nur mal so am Rande. Und wie gesagt, eben habe ich hier eine Mail losgetreten. Ne? Wenn ihr Rathauslevel sortiert, seht ihr, wer in der Liga mitspielt. 18 Leute sollten wir sein. Und drunter könnt ihr im Clan Deutschland Edge spielen oder halt hier bleiben. Einer hat jetzt auch schon gesagt, ich gehe dann mal. Auf was wartet er denn jetzt eigentlich? Auf was wartet er jetzt? Auf, dass wir ihn verabschieden mit Jubel, Trubel, Heiterkeit? Keine Ahnung. Ricky geht da mal rüber. Ja. Also mit rübergehen meinte ich jetzt. Ich wechsle jetzt auf den Account von Toto mal. Toto ist hier nicht Leader, ne? Ne, Lela ist noch Leader. Okay, dann muss ich den Leader-Posten mal weitergeben. Toto ist Co-Leader und mit dem gehe ich jetzt auch in den Clan Deutschland Ad. Das heißt, ich bewirb mich da mal eben. Denn dann kann ich mit dem Elber wenigstens spielen. Der hat zwar noch eine ganz gute Ecke an Medaillen, aber da können noch ein paar dazukommen und das Rathaus soll ja auch wachsen hier. Der ist maxed. Der Toto muss noch ein paar Forschungen machen, aber sonst nichts mehr bauen oder sonst was hier, nur noch ein paar Mauern. Und da würde ich doch gerne ein paar Medaillen und natürlich auch immer wieder ein bisschen Liga-Luft schnuppern. Und das ist der Clan hier, Join. I would like to join your clan. Ist in Ordnung. Und da muss mich da jetzt nur jemand annehmen. Ich habe den Clan zugemacht, weil gestern war der noch offen, einfach so. Dann konnten die Leute da so reinspringen. Brauchten sie aber nicht. Das erledige ich hier an dem Tablet, glaube ich, hier unten. Meine ich, dass ich da den einen der Leader schon drauf habe. Aber ich habe schon ein, zwei Vize, glaube ich, gemacht. Und ja, dann können wir mal in den Clan Deutschland-Ad reingehen. Okay, Bud Spencer ist Hillei. Ricky ist auch da und den Toto nehmen wir auch an. Dann sind wir hier jetzt auch schon mehr. So, jetzt bin ich Clan von Deutschland Ed. Bud Spencer hier für eine. Ah, auch ein Rathaus 11. Okay, passt ja. Passt ja ganz gut. Das heißt also, wenn ich jetzt hier schon mal sortiere, dann sieht das auch hier schon eigentlich ganz stabil aus. Okay, kleineres Problem natürlich hier dann später. Spenden, ja, also gerade so Karren und so haben wir natürlich hier alle nicht. Das heißt, hier wird dann der ein oder andere Spendenaccount dann reinhüpfen, ob ich das dann bin oder einer von den anderen oder Nick der Rusher, keine Ahnung, ist mir eigentlich auch Wumpe. Oder die Leute gehen halt rein, raus. Und aber hier sind wir jetzt schon 6 Leute. Bender selber spielt nicht mit. Ich meine, noch 9, dann können wir hier die Liga morgen starten. Ich bin zuversichtlich, dass das mal wieder klappt. In Kristall 3. Hoffe ich, dass das auch reicht mit 10er und 11er, nicht, dass wir hier auch schon 11er, 12er und 13er brauchen, weißt du? Mal sehen, da lasse ich mich mal überraschen. Und anfordern brauche ich hier auch nicht, hier kommt eh keiner online. Glaube ich mal, was hat der Tote hier am Start? Auch so eine Art Smash, gar nicht ganz. Okay, Riesenhexenbowler. Machen wir auch hier eben mal einen netten Angriff, würde ich sagen. Und dann würde mich echt mal interessieren, wie ihr das bei euch macht. In den Clans, ob ihr da ähnlich vorgeht oder ob ihr sagt, egal, es spielen alle 15er, beziehungsweise es spielen alle, die so gelegt sind, highest Rathaus-Level und dann die ersten 15 und gut ist. Wir müssen auch immer noch dran denken, dass es auch noch Rot- und Grünstellung gibt hier. Also streng genommen nehme ich in den anderen Clans die Roten dann auch nicht erstmal mit. Die müssen sich dann melden, ja, dass ich sie auch mitnehme. Ansonsten hat das natürlich keinen Zweck, wenn die Leute wechseln, sind immer noch rot und beschweren sich dann womöglich, wieso nimmst du mich mit? Ich war doch rot. Ja, ich meine, dann hättest du auch nicht wechseln brauchen. Ich gehe auch. Müssen wir mal mitnehmen. Der sieht aber ein hohes Rathaus hier. Okay, Queen da, Warden da. Was mir auffällt, der ist ja abgefarmt hier. Das ist ja sehr schön für mich. Perfekt eigentlich. Sehr cool. Ach, hätte ich gar nicht so machen brauchen. Fällt mir gerade so ein.
Ich hab ja gar keine Heiler hier, Leute. Ich hab ja gar keine Heiler. So, dort keine Heiler. Fällt mir jetzt gerade erst so auf, dass wir das ja irgendwie so machen müssen. Und Worden, kommst du hier mit drin? Oder was? Oder hast du keinen Bock? Oder hat der Worden keine Lust? So, da geht's durch. Da und da. Okay. Das rollt da durch, da durch, da durch. Ich denke mal, dann können wir hier hinten nochmal springen. Aber wir könnten mal hier unseren Drachen mitnehmen. Nehmen wir mal den Drachen da mit. Unser Rollholz ist noch am Start hier. Sehr schön. Können wir hier die beiden Loons auch loslassen. Einmal die Bordenzündung hier, wo es nötig ist, keine Ahnung. Aber die 10k hier, die konnte ich dem jetzt nicht mehr lassen. Die muss ich ihm einfach nehmen. Okay, die Helden sind auch down. Ich glaube, ich brauche keinen Zauber mehr. Ja, ist natürlich nur gefundenes Fressen hier beim Farm. Keine Frage. Und aber das sind ja auch alles Accounts, die noch wachsen müssen. Und dementsprechend freue ich mich, wenn ich hier mit den Jungs und Mädels wieder Liga spielen kann. Oder beziehungsweise vielleicht freuen sie sich auch selber, dass sie mal wieder Liga spielen können. Aber so läuft das bei uns. Und ich werde morgen Abend auch nochmal ein bisschen im Livestream die Werbetrommel rühren. Da wir morgen Abend dann auch live starten wollen in allen drei Clans. Clankriege müssten dann eigentlich vorbei sein. Heute Abend startet bei Free-to-Play noch einer. Der ist dann morgen Abend auch vorbei. Und das müsste in etwa dann passen, mit spätabends noch starten. Also da sind wir nicht zu früh oder zu spät, sondern eher relativ zeitnah. Ich hoffe, diese kleine, aber feine Update-Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Habt ihr vielleicht noch Platz? Sucht ihr noch? Bei mir im Discord wird auch gesucht und gefunden. Also auch dort gibt es immer mal den einen oder anderen, der für sich noch sucht oder seinen Clan. Wir haben auch dort einen Kanal, wo ihr euch bewerben könnt oder aber wo ihr auch suchen könnt nach Clan-Membern, die vielleicht noch eine Liga suchen. Denn die Funktion hier gibt es ja leider noch nicht, dass man quasi hier irgendwo, wenn man in die Clans guckt, in die Searchliste, dass man sieht, so nach dem Motto Liga für Low-Accounts, Rathaus, was weiß ich, 6 bis 9. Ja, dass man das so ein bisschen, so eine kleine Vorwahl hat hier, welcher Clan bietet noch was an, also quasi so eine kleine Clan-Liga-Börse oder so. Und da kannst du dann rein, kannst dann mitspielen und dann verschwindest du einfach wieder. Wäre natürlich eine coole Sache, wenn das auch noch hier irgendwo mit drin wäre. Dann würde diese ganze Wuselei, die immer so kurz vor der Liga-Woche dann stattfindet, ja, wo gehen wir hin, was machen wir, das wird dann gar nicht stattfinden, sondern man kann sich dann hieran orientieren, also quasi in-game und muss nicht jetzt nicht irgendwo in den Discords rumsuchen, wo komme ich unter, ja, ich lese immer wieder Rathaus 15, suche noch oder suche Clan, wo ich mitspielen kann, bin ein kleiner Rascher und so weiter und das wird dann ganz entfallen, sondern man, meine, anhand dieser Symbole, ihr wisst selber, ne, okay, die spielen Liga, ja, aber mein Gott, ne, hier könnte ich jetzt reinjoinen. Deutsch. It's a Bangladesh Clan. Auch nicht schlecht. Nennt sich Deutsch. Sehr cool. Okay. Und er, Alter. Oh, sehr aktive Truppe hier. Die da oben spielen gar nicht und die hier unten auch nicht. Und die hier in der Mitte spielen so ein paar. Okay, müsst ihr natürlich aufpassen, wo er reingeht. Ja, so ein bisschen kann man sich dran orientieren. Aber Liga ist ja jetzt gerade erst angefangen. Und deswegen ist das alles sowieso eher nicht so aussagekräftig, was dort stattfindet. Aber ist es, denke ich mal, immer noch schwierig genug, einen Clan zu finden. Und wenn es dann noch in die Richtung Liga geht, mit meinem 10er, 12er, da wird es dann schon schwierig, was zu finden. Ich meine, ich habe jetzt im Moment die Not noch nicht so dolle. Ich habe jetzt den Clan Deutschland Ed hier gefunden. Mal sehen. Guck mal, wir sind sogar 2 von 7. Das ist richtig viel. Und deswegen könnte ich mal auch mal Moin sagen. Moinsen. Und dementsprechend hoffe ich, dass wir hier auf jeden Fall 15 Leute werden, wenn nicht sogar ein bisschen mehr, dass wir vielleicht tauschen können oder rotieren können. 8 Sterne braucht man, um den vollen Bonus zu bekommen, also oder um die volle Medaillenanzahl zu bekommen. Und das sollte eigentlich immer irgendwo drin sein. Jetzt aber. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Und wir sehen uns dann spätestens morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Toto. Best.